Ihr habt sicher schon bemerkt, aber zwei Spiele sind seit einiger Zeit gefühlt überall. Fortnite, Shaq Diesel, Baby, und Shaq Fu, Legend Reborn. Ich meine natürlich PlayerUnknown's Battlegrounds oder kurz PUBG. Der Wettstreit der beiden Titel um die Vorherrschaft im Battle Royale-Genre ist eine Geschichte mit vielen Rekorden, riesigen Einnahmen und einem entscheidenden Wendepunkt im Februar 2018. Aber fangen wir von vorne an. Hier ist PUBG gegen Fortnite. Last Game Standing, die Geschichte von 2017 bis heute. Spulen wir zurück bis zum März 2017. PUBG erscheint als kostenpflichtiger Titel im Early Access auf Steam und spielt an seinem ersten Wochenende umgehend 11 Millionen Dollar ein. Es ist zwar nicht der erste Battle Royale Titel, hat aber immerhin einen großen zeitlichen Vorsprung vor Fortnite, das Ende Juli erscheint, wenn auch noch ohne Battle Royale Spielmodus. Zu diesem Zeitpunkt hatte PUBG bereits etwas mehr als 6 Millionen Einheiten verkauft und erreicht am 31.07. den Rekord der meisten gleichzeitigen Spieler eines nicht von Valve stammenden Titels auf Steam. Von diesem Erfolg inspiriert, wurde auch Fortnite ein Battle Royale Modus verpasst. Im Gegensatz zu PUBG war der aber kostenlos erhältlich und wurde am 26.09.17 für alle zugänglich. Bis dahin hatte PUBG schon neue Höhen erreicht. Trotz Problemen mit AFK-Farmern und Serveraussetzern stiegen die Verkaufszahlen auf 10 Millionen und am 8.09.17 war es mit 1 Million Spieler gleichzeitig zum ersten Mal der meistgespielte Titel auf Steam überhaupt. Vor Dota und vor Counter-Strike. Im Dezember verlässt PUBG dann das Early Access Programm, erscheint auf der Xbox und erhält überraschend gemischte Wertungen. Irgendwo zwischen 5 von 10 bis 10 von 10 Punkten. Was darauf folgt, ist der Höhepunkt der Beliebtheit des Spiels in der ersten Januarhälfte. Bei den wöchentlichen Zuschauern auf Twitch liegt es mit 10 Millionen doppelt so hoch wie Fortnite, der Zuschauerschnitt nahm da aber schon langsam ab. Und Mitte Januar stellt es mit 3.226.027 Spielern gleichzeitig auf Steam einen neuen Rekord auf und schließlich hat sich das Spiel bis Ende Januar auf Steam und Xbox insgesamt 30 Millionen Mal verkauft. Und Fortnite? Das kam in der Zwischenzeit immer näher ran, wurde bis 6.11.17 20 Millionen Mal und bis zum 19.01.18 sogar 45 Millionen Mal heruntergeladen, erreicht im Januar 2 Millionen Spieler gleichzeitig, schloss bei den Zuschauern auf Twitch langsam auf und ließ PUBG bis Ende Januar bei der Anzahl der Suchanfragen auf Google weit hinter sich. Dem Entwickler von PUBG bleibt der Erfolg des Konkurrenten nicht verborgen. Und da sich die Tochtergesellschaft von Bluehole an der Ähnlichkeit des Spielprinzips, des Gameplays, der Items und des Interfaces stört, wird in Korea eine Klage wegen Urheberrechtsverletzung eingereicht. Wie das ausging, dazu kommen wir gleich. Im Januar und Februar 2018 passiert etwas ziemlich Interessantes. Falls man sich nämlich fragt, wann Fortnite PUBG überholt hat, dann liegt die Antwort genau hier. Fortnite überholt PUBG bei den monatlichen Einnahmen, obwohl es Free-to-Play ist und lediglich kosmetische Items verkauft. Auch bei den Zuschauerzahlen auf Twitch und der Anzahl an Suchanfragen auf Google setzt sich Fortnite weiter ab und mit 3,4 Millionen Spielern gleichzeitig am 4.2. lag es auch in dieser Hinsicht nun vorne. Ab da erscheinen beide Titel noch auf weiteren Konsolen, entwickeln sich aber ansonsten komplett gegensätzlich. Laut der offiziellen Zahlen wurde PUBG zwar scheinbar häufiger auf PC, Konsole oder Mobilgeräten installiert, aber das beliebtere Spiel blieb Fortnite. PUBGs Hochpunkte bei den gleichzeitigen Spielern fallen bis Mai um 30% und bis Juni um 50%. Und auch wenn Bluehole zwischendurch verspricht, neue Updates zu veröffentlichen und die vielen Bugs zu entfernen, fallen die Spielerzahlen auf Steam stetig weiter. Was schließlich sogar die Aktionäre von Bluehole beunruhigt, das übrigens seine Klage im Juni 2018 fallen lässt. Währenddessen ist das Interesse der Spieler an Fortnite deutlich größer, wie man an den Zuschauerzahlen auf Twitch oder der Menge an Suchanfragen sehen kann.
Das liegt nicht zuletzt daran, dass Fortnite eine viel breitere Masse anspricht. Und so finden die Tänze und die Modes ihren Weg im Mainstream und Sport. Einigen Fußballspielern wird immer wieder eine Fortnite-Sucht nachgesagt und Streamer werden über die Grenzen des Spiels hinaus bekannt. Im Monat September ist Fortnite dadurch das umsatzstärkste Konsolenspiel weltweit und erreicht am 8.11. den Rekord von 8,3 Millionen Spielern gleichzeitig. Aber geht die Rekordjagd jetzt für immer so weiter? Tatsächlich sind der Umsatz und das Interesse auch an Fortnite im Vergleich zum Sommer etwas zurückgegangen. Aber es ist noch zu früh, um daraus einen Trend abzuleiten. Immerhin sorgen Updates und Veranstaltungen immer wieder für frischen Wind und der Rückgang konnte auch einfach an den zahlreichen Konkurrenten liegen, die in letzter Zeit erschienen sind. Aber egal wie es aussieht, welches das unbestreitbar beste Spiel ist, steht ja ohnehin fest. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.